gedacht, ich will mein What's in my bag Video machen. Wurde mal angefragt und ich habe mir gedacht, okay, dann machst du das mal. Und ich fange auch gleich mal an. Also als allererstes ist natürlich meine Geldbörse drin, ist ja logisch. Das ist eine, die ich von der Arbeit geschenkt bekommen habe, eine Escada-Geldbörse. Dann lauter Rechnungen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Hier in dem Ding sind meine ganzen Karten drinnen, also von Yves Rocher, von DM, vom Douglas, alles mögliche. Das habe ich in so einem Kartending drin. Ich finde das richtig praktisch. Dann habe ich noch ganz, ganz viele Sackerl mit, weil ich die immer vergesse und meistens dann immer gleich drei reinschmeiße, bevor ich eins vergieße. Das habe ich auch relativ neu, das ist in der Form von einer Melone, habe ich mir auch vor kurzem das gekauft. Dann habe ich hier noch eine Zitrone und eine Orange. Ich versuche immer, welche mitzuhaben. Dann habe ich hier noch ein Deo, was ich selten verwende, wirklich selten verwende. Ich habe das auch eigentlich auch nur, falls mich jemand angeht, dass ich denen das ins Gesicht sprühen kann. Sehr nett, oder? Dann habe ich hier ein Taschentuch und eine Libro-Rechnung, sehr schön. Dann habe ich hier eine kleine Bürste, die von Essence ist, die was ausschaut wie eine Kiwi oder Melone. Kann man sehen, wie man will. Dann habe ich hier, wir sind gleich durch, es ging relativ schnell. Dann habe ich hier mein kleines Make-up, meine kleine Make-up-Bag von MAC. Da ist drinnen mein Mundspray. Von der Eigenmarke von Müller. Das habe ich immer mit. Ich habe auch eins in der Arbeit auch. Dann habe ich hier einen MAC-Lippenstift, den ich in letzter Zeit verwende. Das ist der Pillow Talk. Der ist relativ dunkel. Ich finde auch nicht, dass der mir jetzt relativ gut steht, aber der war eh limitiert und ich will ihn nur aufbrauchen. Hoppla, und da haben wir den Salat. Den habe ich in den letzten Follow Me Around Videos sehr, sehr oft oben gehabt. Also da könnt ihr den Lippenstift sehen, weil normalerweise trage ich ja gern sowas, aber in letzter Zeit ist das eher so gemischt. Dann habe ich noch den passenden Lipgloss dazu. Der sieht so aus. Der ist auch relativ gut benutzt. Ich hoffe, dass ich den auch bald leer kriege. Dann habe ich noch den Lipgloss in meiner Tasche, weil ich den ja auch eigentlich aufbrauchen wollte. Von Benefit, der Sugar Bomb ist das. Dann habe ich noch ein kleines Puder in meiner Handtasche, aber schon ziemlich verranzt ausschaut. Das schaut wirklich nicht mehr schön aus. Da ist aber halt ein kleiner Spiegel auch dabei. Und hin und wieder benutze ich das Puder auch. Das benutze ich aber relativ selten. Ich habe euch gar nicht gezeigt, was für eine Tasche das ist. Das ist so eine riesengroße schwarz-gelbe Versace-Tasche, wo leider schon der Hängel kaputt ist. Seht ihr das? Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Aber ich mag die Tasche sehr gern. Deswegen will ich sie auch nicht weggeben. In dem kleinen Fach habe ich auch noch ein paar Sachen. Die zeige ich euch noch schnell. Ich habe auch noch ein kleines Fach und ich habe da ein paar Zuckerlecker drin gefunden. Dann habe ich noch Kaugummis drin gefunden. Nochmal ein Zuckerl. Da sind auch, das ist von Minnie Maus, so eine Dose. Also die, was da oben abbildet sind, sind da nicht mehr drin. Da sind Skittles drin. Kann man das sehen? Ich will es nicht ausschütten. So, da sind Skittles drin. Ich kleiner Chunky. Dann habe ich noch eine Handcreme und ein Handdesinfektionsgel in meiner Tasche. Immer. Die Handcreme ist von EOS, die habe ich mir mal gekauft, aber ich finde sie jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Ich würde die auch mal gerne aufbrauchen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Sie riecht gut, aber ich finde die viel zu teuer für das, was sie tut. Also, ja. Für die Handtasche finde ich es cool, weil sie so klein ist. Und ich mag die Farbe davon. Und den Duft natürlich. Und als Handdesinfektionsgel habe ich aktuell das von Primark, das Raspberry Ripple. So sieht das aus. Ja, mag ich auch sehr, sehr gern. Wirklich gern. Und es schaut schon voll grauslich aus, das kleine Ding hier. Aber das ist von Hugo Boss. Das habe ich mal von einer anderen Müller-Filiale bekommen, weil ich da so oft einkaufen war. Die hat mir immer so viele Geschenke gemacht. Von ihr habe ich diesen Taschenhalter von Hugo Boss bekommen. Der sieht so aus, Moment kurz. Der sieht so aus. Und man kann das halt dann so aufhängen, die Tasche. Den habe ich auch vor kurzem wieder verwendet. Ich vergesse den nämlich jedes Mal, obwohl der eh so schön ist. Ja. Ja, das war's jetzt eigentlich mit der Tasche. Sie ist relativ groß, wie ihr gesehen habt, aber sie wird leider schon kaputt, was mich echt traurig macht. So sieht die aus. Ich habe da vorne halt dann noch so eine kleine Versace-Tasche, wo ich nie was reingebe.
wo man Musik hören kann, also wo sich mehrere dran stöpseln können, was ich leider nicht mehr benutzen kann, weil meine Kopfhörer kaputt sind. Und dann habe ich noch eine Tasche von... Die war von Rossmann. Die habe ich extra da oben hängen, weil die schaut zwar nicht schön aus, aber die vergesse ich wenigstens nie. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, es ist relativ viel in meiner Tasche. Aber ja, das meiste braucht man eben. Den Schlüssel habe ich natürlich dann auch drin und das Handy habe ich meistens dann entweder in dem kleinen Fach oder in meiner Jacke oder die Kamera. Die habe ich auch manchmal dann da drin. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr unbedingt in der Tasche haben müsst, worauf ihr nicht verzichten könnt. Bei mir ist es auf jeden Fall Handdesinfektionsgel. Das darf bei mir in einer Handtasche niemals fehlen. Das gehört auf jeden Fall bei mir und meine Geldbörse natürlich, aber das ist ja eh klar. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!